Bene. Buonasera a tutte e a tutti, guten Abend und herzlich willkommen im Museum in der Rahmen der Tage der zeitgenössischen Kunst und natürlich willkommen in dieser Diskussionrunde über Forward Female Techno Culture. And I would like to add Forward Cis Women, Trans Women and Not Binary Artist Techno Culture. Ich bin Frida Carazzato und ich bin Kuratorin-Assistent hier im Museum und ich möchte anfangen mit ein paar Worten über den Tag der zeitgenössischen Kunst auf Italienisch. La giornata dell'arte contemporanea è un evento nazionale promosso da AMACI, Associazione Nazionale dei Musei d'Arte Contemporanea, in collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e ogni anno dedica una giornata nazionale all'arte contemporanea, al suo pubblico, a tutti i musei associati e a tutti i centri e gli attori dell'arte contemporanea a livello nazionale. Ogni anno AMACI propone un tema per la giornata del contemporaneo, quest'anno il tema è della performatività. E performatività perché dopo un anno in cui la giornata contemporanea è stata totalmente in digitale si torna a un formato in presenza ma anche in digitale, e poi perché il tema della performatività permette soprattutto di esplorare un altro elemento importantissimo nell'arte e nelle esperienze dei musei e dei luoghi d'arte, ovvero quelle di generare nuove forme di coinvolgimento dei pubblici e soprattutto di aumentare l'impatto sociale del museo nella comunità in cui si trova. So, ich denke, dass die Themen von Performativität, Präsenz, kollektive Präsenz und Energie auch für das Techno-Projekt wichtig sein. Ich wollte unsere Gäste grüßen. Martina Kreuzer, danke, Redakteurin der Sendung DF, das Freund Magazin und Managing Director Festival Transart. Hannes Götz, hallo Hannes, danke. Judith Daporta und Elisabeth Frankensteiner und Valeria Merlini aus Berlin. Hallo Valeria. This panel is part of a series of events which aim to deepen and widen the possible archive displayed in Museum Passage. As the title underlines, this collective archive, this collective collection is a possible archive. It means that represent a point of departure to write or rewrite different histories or her stories about techno in South Tyrol, to establish network, to provide a visibility for this community and their player, and to focus on the location where these gatherings are possible or would be possible. Today our focus is the presence and the role of women in techno and electronic music, locally and internationally, about the difficulties and the necessity to once again establish network, visibility and location, to change the perception and reinforce culture of inclusion and respect. What is missing in a possible archive, and not only there, must to be perceived as a relevant presence. And I quote from an article, an old article that I read, electronic music does not lack talented women, it lacks men who acknowledge their presence. Techno is a project created by our director Bart van der Heijden in collaboration with a group of research, and is a complex project because it's part is completed by several formats, because it is not only an exhibition, is a reader, is an audio piece, is a series of podcasts and playlists, a series of events,
and also is a chapter of a wider project called Technomanities. And the museum acts as an agent in this reflection in our territory. So I would like to thank you a lot, our guests, to be here and to have accepted our invitation. And I would like to thanks also Arno Parmegiani and Zukunft team for the organization of this series of events. My colleagues, Fatima Elagigi and Lucia Buffa, Christian Micheloni, the Jungle Music Incubator Meran for the workshop organized today in this special National Day. And I would like also to thanks the DJ they are going to play after this panel, Alpi, Nirak and Misonica. Unfortunately, in streaming, so are very lucky the public that all around the world could listen the music of this DJ. So thank you, and I give you the mic. Thank you, Frida. Vielen Dank, Frida, für diese Einführung. Schönen guten Abend auch meinerseits. Forward Female Technoculture, die Stärkung von Frauen und deren Position in der Szene der elektronischen Musik. Über das möchten wir heute mit Elisabeth Falkensteiner, Misonica, wir werden dich später auch hören im Streaming, Kuratorin von internationalen Projekten im Grenzbereich zwischen Kunst, Klang und Sprache und eben DJ. Judith Daporta, auch bekannt als You Did It Again, Künstlerin, DJ und Organisatorin verschiedener Events, unter anderem Firmtanz und Görmtanz, wir werden später noch darüber ausführlich sprechen. Und Hannes Götzsch, Kulturorganisator, Projektmanager von Basis Finchgau Venosta. Also, ja, das sind unsere Gäste. Ich möchte mit ein paar Zahlen beginnen. Female Pressure, ein internationales Netzwerk für LGBTIQ-Personen in der elektronischen Musikszene, hat im letzten Jahr eine Studie publiziert, laut welcher bei 400 Events zwischen 2017 und 2019 die weibliche Präsenz untersucht wurde. Sie kamen auf ca. 20% vergleichsweise. Im Jahr 2013 wurde auch eine Studie durchgeführt. Damals waren es erst 10%. Also die Situation verbessert sich, wenn auch sehr langsam. Elisabeth Falkensteiner, du bist Mitglied eines ähnlichen Netzwerks wie Female Pressure, Femdex in Wien. Wie erlebst du die Teilhabe von Frauen in der elektronischen Musikszene? Also vielen Dank für die Einladung. Femdex haben wir 2016 gegründet, beziehungsweise eigentlich Hanna Christ, Minu Oram. Ich bin dann später dazu gekommen, also es war jetzt nicht meine Initiative. Aus dem Grund heraus, weil in Wien genauso wie wahrscheinlich überall auf der Welt natürlich mehr Männer gebucht worden sind als Frauen im elektronischen Musikbereich und es immer eigentlich so eine Ausrede war, es gibt keine Frauen, die man buchen kann. Das war so die erste Ausrede. Aufgrund dessen haben wir dann einfach eine Statistik erhoben von lokalen, also von Wiener Club-Kollektiven, die regelmäßig Partys machen in größeren und kleineren Clubs und haben dort die Statistik erhoben, wie viel eben Frauen, wie viel der Männeranteil ist. Und das war natürlich sehr gering. Und was mir halt auch zu einem Schluss, oder wo wir dann das Ganze quasi analysiert haben, waren die Kollektive stärker mit weiblichen Personen besetzt, die auch von Frauen organisiert wurden. Also das ist mal so ein Grund, warum das immer noch stark vernachlässigt wird, dass natürlich vieles in Männerhand ist, also die Clubbetreiber sind Männer, die Bouncer sind Männer, also die Booker und die Club, die auch eigene Initiativen sagen, entstehen meistens durch Männer, genauso wie die Labels von Männern betrieben werden, also es ist noch ganz viel in Männerhand und das ist sicher eines der größten Probleme, die ich jetzt gerade noch sehe. Wie halt in sehr vielen anderen Bereichen. Judith, ihr habt euch einfach einen Club gegründet und habt dann selbst angefangen, ihr seid einige Frauen, Männer und ihr habt gesagt,
es fehlt vielleicht ein bisschen in einer Clubkultur in Südtirol und wir machen uns unseren eigenen Club, vielleicht auch unter freiem Himmel und habt mit dem Virusclub Kollektiv diesen Föhrentanz organisiert und in diesem Jahr eben diesen Göhrentanz. Ist es, weil es zu wenig in Südtirol, zu wenig Clubs, zu wenig Clubkultur gibt? Ja, also das war so, eigentlich war es nicht unser Ziel, jetzt eine eigene Clubkultur aufzubauen, sondern mehr so Veranstaltungen, Festivals zu organisieren, Techno-Festivals vor allem. Wir haben uns dann auch so ein Projekt vorgenommen, Lappa hieß das. Wir wollten dann damit so ein Zentrum aufbauen, ein Kulturzentrum, wo auch, also ein Treffpunkt, wo auch Veranstaltungen gemacht werden, so Clubveranstaltungen. Es ist aber sehr schwierig, eine geeignete Location dafür zu finden. Vor allem bei uns im Eisacktal ist alles so konzentriert und klein und ja, es gibt einfach keine Hallen, keine Gebäude und ja, die Gebäude, die leer stehen, die werden nicht hergegeben und es ist schwierig. Aber also unser Ziel war es mehr Festivals zu veranstalten, weniger Club, ja. Und zur Sichtbarkeit von Frauen. Das ist euch dann auch gelungen. Ja, aber das war auch so eine Sache, die haben wir uns nicht vorgenommen, sondern wir haben so rumgealbert und ja, was machen wir denn heuer nach dem Lockdown, nach Corona? Machen wir was Kleineres, weil man sich doch an die Auflagen halten muss und möchte und da haben wir halt so rumgealbert, ja, machen wir statt einen Föhrentanz einen Göhrentanz und lass mal nur Frauen auflegen. Und das fanden dann alle so richtig geil und auch die Typen bei uns waren alle sofort dafür und ja, das machen wir. Ja, und dann hat es auch geklappt. Also, die Resonanz war gut. Valeria Merlini, du lebst bist aus Bozen, lebst seit vielen, vielen Jahren in Berlin, wo es eben eine sehr ausgeprägte Clubkultur gibt. Du bist selbst DJ und Kuratorin. Wie erlebst du die Situation in Berlin? Ist da ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis hinter den Mischpulten eine Selbstverständlichkeit? Hast du mich gehört? Hörst du mich? Wir hören dich. Hast du mich gehört, meine Frage? Die leider akustisch. Ich habe viel Nachhall wegen dem Raum wahrscheinlich. Und ich kann euch sehr schlecht hören. Viel Reverb. Ich spiele. Und jetzt höre ich auch Feedbacks. Deswegen habe ich die Frage nicht gut verstanden. Du lebst seit vielen Jahren in Berlin und eben auch als DJ und Kuratorin. Ist dort, es gibt in Berlin eine sehr ausgeprägte, wahrscheinlich die ausgeprägteste Clubszene in Europa, ist dort das Geschlechterverhältnis hinter den Mischpulten Selbstverständlichkeit? Ob viele DJs gibt es? Ja. Ich habe wirklich echt Probleme zu hören. Gibt es dort viele Frauen, die in den Clubs auflegen? Also, für viele ist eine komische Maßnahme, aber ich würde sagen, es gibt mehrere, als ich dachte, aber nicht genug, meiner Meinung nach. Also. Okay, aber es gibt dort einige Initiativen, an denen du auch mitgearbeitet hast und zusammengearbeitet hast, wie Festivals wie Heroines of Sound. Wie erlebst du die Szene in Berlin? Wie ich die Szene erlebe hier in Berlin über Frauen, die DJen und Musik spielen. Sorry, es tut mir leid, ich verstehe echt nicht gut. Ja, genau. Wie erlebst du, ist die Szene in Berlin inklusiver geworden in den Jahren, in denen du dort lebst und arbeitest? Ja, dort. Es ist schon eine schöne aktive Szene. Es gibt viele Orte und Identitäten. Es geht sehr viel um Musik in meinem Fall. Aber ich sehe natürlich, es gibt auf der Gender-Ebene natürlich
zum Vergleich zu meiner Erfahrung in Italien, und meine Erfahrung in Italien ist auch kurz, das war Florenz und Bozen. Es gibt sehr viele Frauen, die sehr auch aktiv Aktivistinnen sind und Musik forschen. Ja, in Berlin gibt es echt viele auch Initiativen, wo auch nicht so eindeutig gesagt werden, dass zum Beispiel an der Abend einfach eine Mehrheit von Frauen spielen wird. Normalerweise sieht man das Gegenteil. Ich möchte nicht so banal sein, aber das, man merkt das immer noch, leider. Aber es passieren echt viele, viele, viele Projekte, finde ich. Und man kann echt viele neue Figuren, die sich mit Musik beschäftigen oder die von der DJ-Ebene, aber auch von der experimentellen Ebene, was ich gerade mehr folge, man hat schon viele, man kann schon viele Inputs bekommen und von der Blick von Inspiration für die eigene Musik, Musikentwicklung und auch so neue Referentinnen, die als Musikerinnen oder Komponistinnen mitbekommen kann, also auch so von DJ natürlich, die so weiter mit diesen Instrumenten forschen. Also tut mir leid, ich verstehe sehr schlecht, ich hoffe, ich habe richtig gut beantwortet. Ja, wir hören dich zum Glück recht gut. Ich möchte jetzt gleich noch eine Frage stellen, weil du hast ja auch in Bozen ein Festival organisiert zwischen 2012 und 2018, das sich Muserolle nennt. Also das ging es explizit um Frauen in der elektronischen Musik. War das, wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Festival? War für mich, ich war die Gelegenheit, also so zu zeigen, was gerade im Rahmen von Komposition und Improvisation gemacht wird, wobei so Frauen ihre Werke zeigen können, weil ich hatte bemerkt, dass genauso wenige Referenzen auch so in Buchgeschichten über Musik, also sehr wenige Frauen erwähnt werden, wobei auch sie auch sehr wichtig gewesen sind und immer noch sind. Und für mich war die Idee, unterschiedliche Felder von Rahmen von experimenteller Musik, aber ganz breit gedacht, also unterschiedliche Forschungen von diese Musikerinnen und Komponistinnen zu zeigen. Und ich hatte genau Bozen ausgewählt, weil ich aus Bozen komme. Und ich denke, dass irgendwie, sagen wir, die Community, die Leute, also man könnte noch auch die Ohren öffnen, also und auch hoffentlich neue Musiker, Musikerinnen inspirieren durch die Werke von die Gästin, die ich in Muserolle gehabt habe. Ja. Ja, es fehlt de facto oft an Sichtbarkeit von Frauen. Hannes, du arbeitest bereits seit vielen Jahren in der Organisation und Planung von Festivals hierzulande, bist aber auch ein Beobachter der internationalen Szene. Wie erlebst du die Situation? Ich denke, die Situation hier in Südtirol ist nicht immer anders wie anderswo. Es ist eine Frage, wie wir kultiviert worden sind. Ich persönlich hatte das Glück, habe zwei ältere Schwestern und die gute Musik wurde mir von denen übermittelt, wenn ich noch jünger war. Von daher hatte ich Freunde, die immer schon diverse Lineups produziert haben, Bernie oder Lukas zum Beispiel. Und deswegen, ja, Südtirol hat sicher Aufholbedarf in dieser Richtung, aber Südtirol hat in vielerlei Hinsicht Aufholbedarf, vor allem auch, wenn es um die räumliche Situation geht, also Clubs an und für sich, Freiräume, Clubs als Freiräume gibt es in der Form ja in Südtirol kaum oder nicht. Deswegen, ich denke, also meine Erfahrung, und wie gesagt, für mich ist das etwas sehr Natürliches, diverse Lineups zu organisieren, weil es um einen Output geht, es geht ja um Inhalte, und wenn man diverse Lineups organisiert, dann hat man halt auch ein anderes Ergebnis, eine andere Stimmung, einen anderen Vibe, und um das geht's. Deswegen finde ich, ja, wir sind auf einem Weg, wir sind immer
Man muss sich selbst auch als Kurator oder Kuratorin in Frage stellen und reflektieren, was macht man richtig, was macht man falsch, wo kann man bessern. Aber wir sind auf einem guten Weg und auch wir im Projekt Basis zum Beispiel sind ein sehr femininer Standort von den Arbeitsplätzen her, die selbst gesucht werden, von der Eigeninitiative her, aber auch eben vor allem im kuratorischen Programm sind wir sehr gut unterwegs und fußen da auf eine Erfahrung der letzten 20 Jahre. Und das nicht nur im elektronischen Bereich, auch im Live-Bereich haben wir schon ganz früh in der Mitte der 2000er Jahre weibliche Lineups kuratiert, bewusst aus Neugier und aus Spaß an der Vielfalt. Das klingt gut. Gibt es genügend weibliche Künstlerinnen, DJs, Acts? Ich meine, die Frage ist ein gewiss bisschen relativ, fast schon langweilig, weil man muss logisch suchen, aber in der Subkultur, in den verschiedenen Subgenres gibt es auf jeden Fall genug. Man muss halt offen genug sein und das auch nachfragen und abholen. Auf jeden Fall sind wir männerdominant geprägt als Gesellschaft, aber das wäre ein Riesenthema jetzt, das geht in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Und von daher muss man sicher sich selbst, also das Wollen und das Suchen, aber es ist auf jeden Fall, es sind genug Frauen da, die aktiv sind, die gute Inhalte liefern, die gute Musik produzieren und so weiter. Also da, glaube ich, ist wirklich sind die Booker gefragt, sind die Clubbesitzer gefragt, hier zu öffnen. Ich bin generell gegen Quoten, also Quoten können vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt ein gewisses Level regulieren, aber Regulatorien sind sicher nicht die Lösung. Es muss wirklich ein Paradigmen, ein kultureller Wechsel stattfinden, um hier weiter besser zu werden. Ja. Stichwort Quote. Elisabeth, hast du ab und zu den Eindruck, du wirst international gebucht, dass du gebucht wirst, weil gerade noch die Frau fehlt, oder ist es schon meistens, weil du gebucht wirst, weil sie dich suchen? Ich hoffe doch stark nicht. Nein, also ich glaube, das ist international sicher nicht so. Ich meine, ich lege viel in Berlin auf und in Berlin glaube ich schon, dass wir ein Stück weiter sind, auch wie in Wien. In Südtirol sowieso, da sehe ich schon einen großen Unterschied. In Wien kann das manchmal sein, das weiß ich nicht, auch aufgrund unserer eigenen Initiative Femdex, die dann schon auch nicht mit einer Quotenregulierung kam als Forderung, aber eben durch die Statistik so quasi schon so einen Stempel aufs Auge gedruckt hat, okay, läuft was schief. Und dass sich dann viele dann eben auch selber mal reflektiert haben, okay, was machen wir da eigentlich? Ja, das ist ein repetitiver Status quo, den wir hier quasi wiederherstellen ständig. Wir können auch anders, also zumindest viele von denen haben sich dann, es war a change of mind sozusagen. Bei anderen gab es dann auch wieder, so wie eben du gemeint hast, die sahen sich gar nicht in der Verantwortung, irgendwie was anders zu machen, weil es ist halt so, es gibt wenig Frauen, Punkt. Was ja nicht stimmt, das haben wir auch mit unserer Plattform, mit unserer Datenbank auch widerlegt, mehr oder weniger. Es gibt genug, sicher, wahrscheinlich nicht genauso viele wie Männer, das mag schon sein, aber es gibt genug, wenn man einfach den richtigen Blick drauf hat. Und nein, also ich glaube nicht, dass ich gebucht werde, nur weil ich eine Frau bin. Manchmal glaube ich schon, muss ich zugeben, aber meistens denke ich nicht drüber nach. Also es kommt von einem Kollektiv, wo ich weiß, da ist noch nie eine Frau gebucht worden oder das sind wirklich ganz falsch am Radar unterwegs, dann frage ich mich schon, okay, soll ich dazu sagen? Also es ist schon auch dann meine Verantwortung, darüber nachzudenken. Judith, du hast mir im Vorgespräch gesagt und auch deine Kollegin Miriam Berndner sagt es im Salto-Interview, also dieser Görn-Tanz, der hat auch sowas angeregt, also sie wurde anschließend anscheinend auch mehr gebucht, weil vielleicht einfach die Sichtbarkeit bis dahin gefehlt hat. Ist das so? Bekommen vielleicht Frauen weniger Sichtbarkeit? Auch Frieda hat es kurz vorhin erwähnt im Possible Archive, es war schwierig, eben weibliche Positionen zu finden. Stellen sich Frauen weniger in den Vordergrund? Oh, die Gretchenfrage. ja, also ich habe schon den Eindruck, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, dass nach Gehör und Tanz da schon das den weiblichen DJs schon zu mehr Sichtbarkeit verholfen hat. Ja. Vielleicht habe ich es auch vorher nicht so wahrgenommen. Ich muss aber dazu sagen, dass in unserem Kreis viele
dass es dort viele DJs gibt und da wird man einfach so mit reingezogen, ob man will oder nicht. Und dann landet man irgendwann einfach auf dem Line-Up, ob man will oder nicht. Aber ich denke schon, oder ich hoffe, dass wir da was ins Rollen gebracht haben. Aber sicher, wie die Basis oder so andere Kollektive haben schon auch vorher, bin ich mir sicher, ihren Teil dazu beigetragen. Steve, du sagst, bei euch ist es selbstverständlich, dass ihr zusammenarbeitet. Elisabeth, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es manchmal mit männlichen Kollegen nicht ganz selbstverständlich ist oder zugeht, dass du auch schon manchmal Belehrungen erfahren hast. Ja, natürlich, Mansplaining gibt es überall, natürlich auch bei den DJs und vor allem dort. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, als wir dann mit Femdex in einem Club eingeladen wurden, in die Grelle Forelle, das ist mehr oder weniger der bekannteste oder größte Club mittlerweile in Wien, und weil sie auf das Projekt aufmerksam geworden sind, und das ist halt ziemlich männerdominiert, also gibt es kaum eine Frau, die auflegt, und da kam es halt zum Gespräch, wer wir sind, was wir machen und was wir wollen, und ja, das war halt immer einfach die Sache, nee, es gibt eh keine, beziehungsweise wir sehen uns gar nicht in der Verantwortung, und eben auch, dass Frauen, wie du vorhin gemeint hast, dass sie auch gar nicht so in den Vordergrund wollen, das ist halt auch immer so, dass es eigentlich eh unsere Schuld ist, und vielleicht liegt es auch an euch, dass ihr die falschen Musik spielt, deswegen werdet ihr nicht gebucht. Und es ging ja nicht um uns, wir waren ja gebucht jedes Wochenende. Also so auch diese Umdrehung, ja, so wie ihr seid ja selber schuld, so um das geht es gar nicht. Ja. So, also das kam halt auch viel. Gebucht jedes Wochenende, gibt es hier Vergleiche? Also als DJ kann man ja auch sehr gut verdienen. Ist es auch wie in anderen Bereichen, gibt es diesen Gender Pay Gap auch in der elektronischen Musikszene? Gute Frage. Weiß ich nicht. Also ich glaube, in Wien gibt es einen Standardpreis, den man bekommt als DJ. Wenn du international spielst oder halt ins Ausland gebucht wirst, kannst du natürlich schon was vorschlagen, aber kann sein, aber ich glaube, das ist in dem Bereich, wo ich jetzt auflege, nicht so relevant. Ich glaube, das sind dann wirklich Leute wie Nina Kravitz, die halt ganz groß sind. Ich glaube, da kann man sich die Gagen selber irgendwie auch regulieren. Aber so in unserem Feld, glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Valeria, hast du damit Erfahrungen gemacht? Bezahlung, gibt es da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Gagen? Hast du da eben, sei es als Kuratorin wie als DJ selbst, Erfahrungen gemacht, dass es vielleicht nicht ganz gerecht zugegangen ist, oder ist das durchwegs gleichberechtigt? Wir hören dich. Die gerechte Bezahlung. Es geht um die gerechte Bezahlung von Frauen und Männern in der Szene. Ist echt, tut mir leid. Ich kann akustisch nicht verstehen. Okay, dann probieren wir es später nochmal. Ah, der Arno übermittelt dir eine Nachricht. Okay. Na, vielleicht Judith, willst du auch auf die Frage drauf eingehen? Ich glaube, mir fehlt da noch ein bisschen die Erfahrung. Also ich wurde sicher nicht so oft gebucht wie die Masonica, und es ist noch, also in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist das einfach zu klein noch, um da jetzt groß Vergleiche ziehen zu können. Kommen wir zur nächsten Stereotype. Also DJ ist ja auch, ihr habt es ja im Workshop auch vorhin gesehen, es geht ja auch, es ist ja auch etwas Technisches, es ist ja sozusagen ein Handwerk. Wird hier Frauen vielleicht ab und zu weniger zugetraut, wie es auch in anderen Bereichen der Fall ist, also sei es in Berufssparten wie in der Ausbildung, dass Frauen einfach eben wegen dieser Stereotype weniger
technische Ausbildungen und technische Berufe ergreifen? Ja, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die man vor 10 Jahren geführt hat. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass das irgendwer noch behauptet. Wenn er das tut, dann ja, tut es mir leid für ihn oder für sie. Das war sicher ganz lange ein Argument. Ja, es ist was Technisches, obwohl ich meine, das ist Musik, es ist so viel Technik, man muss so viel Technik, es geht ja gar nicht um so viel Technik. Ja. Man muss halt die 2, die 3 Geräte beherrschen, die vorhin stehen. Anderes ist Musikproduktion. Aber ja, das kam sicher, aber das habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Ja, es ist so, dass es leider aber Realität ist, dass in den technischen Oberschulen nur ca. 15% Mädchen sind und dass danach die Berufs- und Karrierechancen also einfach viel größer sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in diesen, dass einfach die Schwellenangst für Frauen und Mädchen vielleicht ein bisschen größer ist. Und da kommen wir auch zum nächsten Stichwort. Safe Space ist die Clubszene ein frauenfreundliches Ambiente? Jein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, was du auch angesprochen hast, wenn man auch die Lineups, also so dementsprechend auch kuratiert, dass sie ausgewogen sind, wird auch ein anderes Publikum kommen. Es ist weniger männerlastig, es ist wahrscheinlich auch weniger Angrapsche auf der Tanzfläche, weil natürlich gibt es auch viele sexuelle Überschreitungen oder Belästigungen im Nachtleben, wenn alle nach 5 Stunden tanzen, betrunken sind und sonst was, weiß, welche Drogen eingeschmissen haben, kommen auch manchmal recht unliebsame Berührungen zustande. Und das ist sicher auch ein Grund, warum es auch wichtig ist, das auch hinter den DJ-Pool zu ändern, weil es ist ein Prozess, der sich ja gegenseitig beeinflusst. Und Safe Space würde ich noch nicht behaupten. Es gibt natürlich so queere Communities oder wenn wahrscheinlich eben nur Female-Line-Up ist, ist das Publikum sicher ein anderes und ein angenehmeres. Aber ich glaube, da sind wir noch weit entfernt. Ich glaube, es passiert noch genug in Clubs, dass es für die Frauen nicht unbedingt so sicher ist wie für Männer. Wie siehst du das, Hannes, als Veranstalter? Ja, das wird mit Sicherheit stimmen, aber ich bin eben auch der Meinung, also unsere Erfahrung zeigt halt ganz stark, wenn die Art der Kommunikation verändert wird auf Veranstaltungen, dass mit dem kuratorischen Programm, mit den Inhalten, dass man dann sehr wohl imstand ist, Situationen zu erstellen, die auf Respekt auslaufen. Also man hat zu einer Seite jüngere und ältere Menschen im Publikum und gut durchgemischtes Publikum von den Geschlechtern oder von den verschiedenen Einstellungen und dementsprechend mischt sich das und es braucht weniger Repressionsapparate und damit dementsprechend gibt es da dann viel weniger Übertritte, Übergriffe oder auch gewaltsame Eskapaden sozusagen. Also das ist etwas, was wir schon seit Jahren beobachten und merken. Und das ist dann ein sehr positiv konstruktives Erleben und Erfahrungen für die Menschen und die nehmen sie dann auch mit nach Hause und das ist auch Teil der Änderungsprozesse dann, der kulturellen Änderung. Ja, gibt es eben, wenn wir über Safe Spaces sprechen, gibt es eine queere Szene in Südtirol? Erlebst du diese oder siehst du sie? Nein, also ich persönlich muss sagen, ja, das letzte Mal im Oktober, am 21. Oktober hier in Bozen, habe ich sehr wohl eine sehr bunt durchmischte Szene erleben dürfen. Das war sehr angenehm. Es war eine sehr gute Resonanz auch da vom Publikum an mich als DJ. Und da waren einige sehr interessante Charaktere dabei. Ansonsten kenne ich mich nicht so gut aus in der Szene. Wobei eben sicher wir oder ich auch jemand bin, der es sehr gern hat, wenn eine Gemeinschaft gut durchmischt ist und sehr vielfältig und unterschiedlich, weil es halt dann auch spannend ist und interessant und man ist auf jeden Fall neugierig, die verschiedenen Charakterköpfe dahinter zu entdecken. Für Südtirol kann ich das eher schlecht beantworten, muss ich zugeben. Also ich bin da eher bei uns im Finchgau unterwegs und dann im internationalen Bereich. Aber ich denke, es wird sie auch hier geben, im Kleinen. Und es ist eine organische
das Wachstum und es wird ihre Räume suchen. Aber diese Safe Spaces, die angesprochen wurden, die sind schon wichtig. Also es braucht auf jeden Fall Räume, wo sich die Menschen dann auch treffen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Wie erlebst du das, Judith? Fühlst du dich sicher bei deiner Arbeit? Ja, ich fühle mich sicher. Ich muss auch sagen, das ist auch durch meinen Freundeskreis, also da fühle ich mich sehr sicher, und bei den Veranstaltungen, die wir machen, haben wir meist oder ja, ein bunt durchgemischtes Publikum. Das ist sehr interessant, was dort alles, also es ist schön zu sehen, wer dort alles kommt und wie sich alle gegenseitig ergänzen und wie sich dort auch jeder wohlfühlt. Also mir ist da nicht wichtig, dass da ein großer Name spielt oder volle Pulle Werbung rauszuballern, damit möglichst viele Leute kommen und möglichst viel Geld fließt. Also nein, wir möchten dort einen Raum schaffen, wo sich die Leute wohl und sicher fühlen und nachher sagen, das war toll, das war schön und ich habe mich wohl gefühlt. Und ich erlebe das auch so und ich denke, die anderen stimmen mir da sicher zu. Also da fühlen sich die Leute wohl und da ist auch egal, welche sexuelle Orientierung man hat oder welches Geschlecht. Ich muss dazu sagen, dass ich beim Göhrentanz, also bei den letzten Föhrentanz-Veranstaltungen ist mir das so aufgefallen, jetzt beim Göhrentanz hatte ich dann irgendwann den Eindruck, da kommt jetzt alles, Hauptsache mal raus. Das war dann vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber immer noch, also das waren dann so einzelne Charaktere, aber so im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, also ja, die Atmosphäre hat gepasst. Ja. Wunderbar, klingt gut. Also ist es vielleicht überhaupt nicht mehr notwendig, solche Veranstaltungen wie hier heute im Museum zu machen, wie Workshops für Frauen oder eben Festivals, wie sie Valeria Merlini kuratiert hat, mit ausschließlich Frauen in der elektronischen Musik. Sind wir da schon, also haben wir diesen Step schon gemacht? Sind wir da schon weiter? Frage in die Runde. Nein, ich glaube, es ist definitiv nach wie vor noch wichtig. Ich glaube, da gibt es noch einen weiten Weg, den wir vor uns haben. Natürlich ist es wünschenswert, wenn wir irgendwann nicht mehr drüber nachdenken und das einfach irgendwie sich so ergibt, dass mehr oder weniger vieles gleichberechtigt ist, sei es hinterm DJ-Pult als vor dem DJ-Pult, aber es dauert einfach noch, wir sind noch nicht so weit. Das ist einfach ein das patriarchale System ist nicht so leicht zu zerschmettern, das wissen wir alle. Das geht bis in die DJ-Szene durch. Valeria, du hörst uns inzwischen ja, jetzt wieder. Höre ich besser. Ja, sorry. Wunderbar. Eben, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es wäre schön, wenn du hast die Frauen bei Muse Rolle eingeladen, weil es einfach interessante Künstlerinnen sind und ja. Weil ihnen zu Unrecht die Sichtbarkeit manchmal fehlt. Ist das so, deiner Meinung nach, hauptsächlich bei Frauen? Und eben, es wäre, du hast sie eingeladen, weil sie einfach gute Künstlerinnen sind. Ja, also ich habe die eingeladen, weil ich auf ihre Musik interessiert war. Und das Festival war auch ganz klein als Format, aber ich wollte auch das kleine Format haben, mit dem Wunsch, dass man sich mal auch austauscht zwischen Musikerinnen und Publikum stattfinden könnte. Das haben wir auch mit Workshops danach geschafft. Und die Frage ist genau, wenn... Wie erlebst du das eben? Ich habe gesagt, ist es noch notwendig, nach wie vor Festivals mit ausschließlich Frauen zu machen, um ihnen Sichtbarkeit zu geben? Oder sind wir hier schon auf einem guten Punkt, dass wir sagen, okay, es ist eh klar, dass wir inklusive Festivals machen, laut der Zahlen leider noch nicht, weil die Festival-Acts, der Anteil der weiblichen Acts ist international leider noch sehr gering. Ja, also für mich persönlich, also man soll immer weiter so machen oder einfach, muss nicht ein Festivalkontext sein, also kritisch über mein Projekt
Ich habe bemerkt, aber das wusste ich auch schon im Voraus, ich habe schon irgendwie einen Bildrahmen in einen Bildrahmen gelegt. Und das irgendwie so in der Form von einem Festival, also da auch so in sich die Idee vom Festival oft einen Abstand zwischen Publikum und Musikerinnen oder Künstlerinnen stellen kann. Und, aber für mich, für Bozen als Kommunikation war das wichtig. In andere Kontexte, ich finde das auch nicht so wichtig, so das eindeutig zu machen. Aber ich denke immer, dass es, wenn man so einen Blick gibt und mehr Raum auch an der Expression von Künstlerinnen, also dann wird's eh, Leute gewöhnen sich auch auf die Präsenz auf einer Ebene, aber auch für mich geht es sehr viel um Inhalt, also den musikalischen Inhalt, aber man kann auch so Ohren öffnen und nicht nur und sich zwischen Gendern ein bisschen nähern oder Austausche schaffen. Jetzt mit meinem Festival, wegen unterschiedlicher Gründe habe ich so eine Pause genommen, immer um zu denken, ich möchte das Format ändern, ich will ein Festival haben und ich arbeite jetzt gerade, also gerade in andere Formate und langsam, weil ich nebenbei Künstlerin bin und dann auch meine Selbstforschungsaktivitäten über Rahmen von Musik und Klangkunst machen möchte. Aber deswegen, das Festival war auch jeder, hat seit 2 Jahren stattgefunden. Aber ich denke, das ist immer noch wichtig. Natürlich liegt es auch auf dem Land, in welchem Land befinden wir uns. Aber warum nicht? Also, ne? Ja, bevor wir jetzt die Diskussion dem Publikum öffnen, möchte ich nochmal einen kurzen Blick auf die Situation in Südtirol werfen. Du bist, Hannes, du bist viel im Ausland unterwegs. Was können wir hier in Bozen, in Südtirol, vom Ausland noch lernen in diesem Bereich? Oh, große Frage. Aber eben, also ich denke schon, eben es gibt, oder was wir lernen auch von den Großstädten, logisch, da ist die Diskussion um Diversität, um Awareness-Bildung auch, da kann wahrscheinlich der Naya danach auch nochmal darauf eingehen, eine Extreme, man kann ja fast nichts mehr richtig machen. Also wir sind dann schon auch als Gesellschaft immer dann so weit, Sachen überzuregulieren, nur weil wir es selbst wahrscheinlich aus der eigenen Kraft nicht schaffen, irgendwie das organisch wachsen zu lassen. Und dann wird es ja auch wieder unangenehm, dann wird es ja auch wieder technisch tot oder wie soll man sagen, dann ist es nicht mehr am Puls der Zeit, dann ist es irgendwo wieder eben wenn diskutiert wird, dass irgendwelche Kollektive, die aus Männern DJs bestehen, wobei viele Frauen im Hintergrund sind, warum die dann keine Frauen in die Lineups geben, dann wird es irgendwie fad und langweilig. Das sollten wir uns nicht abschauen. Wir sollten aber auf jeden Fall versuchen, genau diese Settings herzustellen, wo es passieren kann, dass Diversität gelebt wird in der Tages- und aber auch in der Nachtkultur. Und dann wird es auch passieren. Also da sind wir einfach gefordert, die richtigen Settings zu erstellen. Und da müssen wir in Südtirol dran arbeiten, da muss Bozen dran arbeiten. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es solche Veranstaltungen nach wie vor braucht. Die sind gut. Wir müssen eben Awareness Building machen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit den Themen. Ich finde das absolut wichtig, auch die Arbeit von Philipp Kieser mit dem Jungle Music Incubator im Iran und so weiter. Also das sind alles Sachen, die helfen, die einfach Wegbereiter sind dahin. Ansonsten, ja, in den Städten manifestiert sich halt alles. Es ist in den Städten so, dass es wesentlich viel idealisiertere Räume gibt. Das kann auch ein Vorteil von uns am Land sein. Es gibt in der Stadt viel mehr von mehr. Da von dieser Vielseitigkeit oder Vielschichtigkeit können wir lernen. Aber das aufzulösen und das zusammenbringen, ohne plakativ auszugrenzen und durch diese Überregulatorien dann fast schon wieder zu exkludieren, das sollten wir nicht machen. Sollten wir das nicht machen, Elisabeth? Wie siehst du das? Die Überregulation, ja sicher. Natürlich nimmt es einen auch viel an Freude und an Spaß, aber wenn ich jetzt zurückdenke
auch bevor Femdex, bevor ich das gegründet hatte, nur mal auf das Thema zurückgekommen, habe ich auch noch nicht so viele weibliche DJs gekannt. Und jetzt, wenn ich kuratiere, wenn ich eigene Veranstaltungen mache, ich muss gar nicht nachdenken. Ja? Die sind auch nicht 100% female, das ist mir, also das geht es mir auch nicht. Aber ich merke schon, dass es bei mir auch viel bewegt hat. Und da muss ich mich selber gar nicht mehr regulieren oder mir selber auf die Finger klopfen. Das passiert einfach ganz natürlich. Und ich glaube, das ist einfach der richtige Weg, aber trotzdem immerhin noch drauf schauen bzw. achtsam sein, was man halt macht aus dem kuratorischen Sinne aus. Exakt, du als Kuratorin hast aber die Sensibilität für so ein Thema, aber wie du vorhin schon erwähnt hast, die viele Clubbesitzer, künstlerische Leiter, Kuratoren und so weiter sind, das ist immerhin noch viel in männlicher Hand. Deshalb eben braucht es die Sensibilität und ich finde schon auch Veranstaltungen eben wie diese, damit hier einfach mehr das in die Köpfe ein bisschen reingeht und die Sensibilität für dieses Thema geschärft wird. Ja, gibt es vielleicht im Publikum Fragen oder Anmerkungen zu den Themen, zu den besprochenen Themen? Danai, do you want to make a contribution? I think it would be fruitful. Is it okay in English? Danke. Hi. Yes. So I will do it in English because my German is unfortunately not so good, but I think I understood most of the panel. And I just wanted to say that it's so beautiful to be here and to hear everyone's thoughts and how the scene is built around here. I haven't been here in a while, and it's really, really impressive to hear everything. Yes, I just wanted to add that I'm also working in Berlin in different cultural projects and a lot with streaming initiatives, and we have been working a lot with awareness and diversity bookings, and it's really been a tough year, let's say, and a lot of discussions about this. And sometimes I feel like I lose my way, and that also I'm not sure what I'm doing and what is correct, because there are so many things to think about, and it can become very stressful. And of course, I think, you know, change is not easy. And I think especially with awareness and diversity, it's a process. And I think sometimes we need to really focus on that and be like, okay, let's take some time and listen to each other, give each other feedback. You know, there's a lot of event organizers that put a lot of effort in this, but are very quickly also scrutinized on social media, because a lot of times the whole context is not taken into consideration. And I think it's a lot about building also a language. It's a sensitive topic. I was just thinking a bit before that I was talking to some initiatives that do these statistics, and we also, as a when I was working at the streaming platforms, we were thinking, okay, how can we make statistics of our diversity? But then it's like, how do you approach that? How do you ask people about their gender or their sexual orientation? Because actually it's a very private thing. So, you know, you really want to make it more inclusive and diverse, but this is also stepping into a very private sphere. So figuring out processes that can really make things, you know, better for everyone is a very difficult task. And I think that everybody working on this spends a lot of time and on figuring it out. And I think we are doing much better. And I think we should stick together as well. I think that, especially from my experience, you know, a lot of women got some chances, and then they brought in more women with them, and they were mentoring them. And I think that is the most important, then, to kind of hold the fort and make sure that the spaces are built safely, so that people feel like, okay, yes, I can enter. Yes, I can be loud. Yes, I can take up space. And that is on the event managers and facilitators, but I just wanted to point out what a difficult task it is and how many things have to be considered. And that also sometimes we focus a lot on that, sometimes we forget about the content, sometimes
we forget, especially in the digital world, you know, you make a stream, for example, and in many streams you are very diverse, but in one stream maybe you have a record label that is only male. And then people comment, like, you're not being diverse, you're not taking consideration, but it's like, yes, but it's a label that is only male. So then you have to communicate it the right way. So there's so many things you have to think about when people are also not physically there. So, okay, maybe I was rambling and said many things at once, but yes, I just wanted to add on, yeah. Thank you. Möchte jemand von euch darauf noch was? Yeah, just dazu maybe sagen? Shortly. Because you said it's all private and intimacy, asking somebody about their gender and inclusivity. In the end, it's all political, and that's also like, if you're talking about club space or not club space, but techno culture, whatever. It doesn't have to be in a club, of course. But it's about space, and it's about public in a way, even if it's exclusive or inclusive, and in the end it's a very political and political act in a way. And this is also sometimes that what I got reactions also from Femdex, that please, we are just here to celebrate, and this has nothing to do with politics. And that's, in my opinion, it's not true, because this is a getting together, it's a community you build. And it's very important to have this, this not over-regulation, but to think it as a political space, and not just as, okay, I drink a beer and then I go home, or I drink a beer and then I dance and then I go to sleep. It's something else. So it's all about politics. I also studied political science. That's maybe why I have this opinion, but yeah. Ja, natürlich, bitte. Ich wollte noch sagen, dass einmal zu dem, was Hannes vorhin schon gesagt hat, also das ist sicher ein gesellschaftliches Problem, und da müssten wir jetzt unsere ganze Gesellschaft umkrempeln, leider immer noch. Man braucht ja nur in ein Kinderspielzeuggeschäft gehen, also Mädchen rosa, Jungs blau, also das ist wirklich, von klein auf wird man da so in zwei Lager geteilt. Deshalb ist das sicher auch dann in diesem Bereich ein Problem, also ein stereotypes Problem. Und zu diesen Räumen oder zu diesen, ja, dass man als Frau dann nicht aufgibt und weitermacht. Ich habe das war so schön, also wie ich das erlebt habe, als ich angefangen habe, habe mal ein bisschen probiert. Und dann ist gleich ein Kollege gekommen und hat mir zwei Controller in die Hand gedrückt und gesagt, so, die nimmst du jetzt einfach mal mit nach Hause, das machst du schon, mach nur weiter. Und ja, das ist dann schön, da wird man so positiv gepusht und hat dann auch Lust und ist motiviert, weiterzumachen. Ja. Judith, würdest du dir so ein Netzwerk wie Femdex oder wie Female Pressure auch was für Südtirol wünschen? Ja, absolut. Ja. Do it. Oder Hannes, braucht es sowas? Soll man sowas, können solche Initiativen dazu beitragen, sowas zu gründen oder sowas anzudenken? Ja, das beantwortet sich dann von selbst. Also ich denke schon, weil die Sichtbarkeit braucht es. Eben, ich hätte Judith auch nicht gekannt, wenn es denn nicht gewisse Initiativen gegeben hätte, die sie an die Oberfläche bringt. Dafür ist die Zeit, unsere Zeit, zu schnelllebig und teilweise auch zu oberflächlich, weil man dann sich dann nicht überall reinstürzen kann und will vielleicht. Deswegen, ich fände so ein Netzwerk auf jeden Fall super für Südtirol, und dann wächst es auch besser zusammen und es entsteht mehr auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein. Valeria, wie du kennst, also du beobachtest aus Berlin auch ein bisschen die Szene hier in Bozen. Was würdest du zu einem solchen Netzwerk sagen, oder würdest du dazu beitragen? Naja, ich würde es gerne, also so kollektive Projekte vielleicht starten, dann wäre es sinnvoll, wenn das ist. Ich sage mal, if you have the need, ist schön, das Projekt zusammen zu entwickeln in dem Fall.
und in unterschiedliche Formaten, ein riesiges Laboratorium, wobei unterschiedliche Ebenen von Kunst zusammenfließen, zum Beispiel mit einem großen, Talks über Politik, über Gender, also dass man organisch in der Stadt wächst. Also wenn, das wäre am schönsten, finde ich, dass sowas. Und dann, dann kann unterschiedliche kann sich in unterschiedliche Richtungen dann entwickeln oder mehrere Initiativen stattfinden. Aber ich denke, dass dieses Gemeinschaft oder kollektive Einsatz wichtig wäre. Und deswegen habe ich mir auch vorgestellt, vielleicht mit meiner kleinen Erfahrung, mit dieser Rolle, ja, also durch Workshops so Verbindung zwischen Leuten zu finden und durch das Zusammenlernen und auch nicht nur technisch und musikalisch, aber dass man so eine Community verstärkt oder startet, also je nachdem vom Kontext natürlich. Dass ein könnte der erste Samen sozusagen gepflanzt werden für dieses Netzwerk. Jetzt, wenn, gibt es noch Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Guten Abend, ich bin Philipp Kieser. Ich finde es super, dass wir heute hier so sitzen. Und ich finde es auch gut, dass nach also den vielen Worten, die wir jetzt ausgetauscht haben, auch ein Ansatz zur Aktion hier steht, weil das gefällt mir immer sehr gut. Also mir gefällt auch Reden sehr gut, aber das Tun ist dann auch spannender. Und ich glaube schon, dass wir hier gemeinsam mit einem Multistrategie-Ansatz, also sei es von der Sozialarbeit, von der Jugendarbeit, Kulturarbeit, und auch politische Arbeit, eine Art ja, Paradigmenwechsel, wie es Hannes gesagt hat, anstoßen können. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung von allen von uns, die wir hier sitzen, dass wir das gemeinsam schaffen. Und wir sind ja nicht zufällig hier im Museum. Und das Museum bietet für sowas auch, das habe ich jetzt in dieser kurzen Zeit hier gesehen, eine ideale Plattform, die uns auch Visibility gibt. Also wir können uns natürlich auch organisch organisieren, aber ich glaube, dass das Museum hier einfach auch ein guter Standort ist, eine Startrampe. Und auch, da habe ich das heute gesehen, im Workshop mit den verschiedenen Teilnehmerinnen, da ist Lust, da ist Grinta und viel Interesse. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr mein Line-up für das Hospizfestival zusammenstelle, dass ich da sicher viele neue weibliche Gesichter hinter den Decks sehen werde. Das ist gut so. Ja, das hoffen wir sehr, weil Valeria, du hast dein Festival hat auch den Anfang hier im Museum gemacht. Museum Rolle ist hier gestartet im Minus eins. Und wie hast du damals irgendwie das Publikum erlebt? Ah, das war in meinem Fall war ein bisschen besonders, weil ich bin seit vielen Jahren außer Boden umgezogen. Und das war irgendwie, ein Experiment zu sehen, ein bisschen mit der Kommunikation, wie ich das schaffe. Könnte oder sehen auch, welche Leute, ob einige Leute Interesse in solche Musik haben könnte. Also für mich war am Anfang ein super Experiment, aber ich habe eine Figur, die ich sehr schätze im Rahmen von Musik, also Eliara Tiger, die französische Komponistin, eingeladen. Die hatte präsentiert. Und nebenbei dann habe ich immer so mit dem Line-Up, also es waren alle Solos, versucht so Vielfältigkeit in der Musik anzubieten, aber trotzdem die Idee von experimenteller Musik. Und mit dem Publikum, in einigen Kontexten sind echt viele Leute gekommen, auch unerwartet. Ich habe
gemacht und ich bin sehr gefreut. Andere, da so auch ein bisschen hier in Berlin ab und zu, so in diesen echt so radikalen Kontexten, wo vielleicht 20 Leute sind. Also, aber das Publikum auch war gemischt, je nachdem vom Edition, vom Festival. Ab und zu habe ich mich sehr gefreut, wenn ich jüngere Leute, jüngere Frauen gesehen habe, Studenten oder einfach Frauen. Ich meine, die neugierig waren, so junge Generationen, aber auch dann gemischt mit Älteren. Und wenn so eine Mischung im Publikum steht und bleibt, ich denke, das ist wichtig im Rahmen von Kultur und also das ernährt sich andauernd. Danke, Valeria. Also ich würde sagen, wenn es noch Meldungen aus dem Publikum geben sollte. Ansonsten würde ich sagen, nehmen wir diese Idee mit und vielleicht mit deiner Erfahrung von Femdex, mit deiner Erfahrung als DJ und du als Organisator und dem Museion als Inkubator können wir vielleicht hier wirklich etwas beginnen und schaffen. Und das wäre schön. Hier ist folgen jetzt noch DJ-Sets. Vorher gibt es eine kurze Pause. Und ich bedanke mich bei Elisabeth Falkensteiner, Judith Aborta, Hannes Götzsch und beim Museion für diese Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen. Auf Wiedersehen auch alle, die online mit dabei waren. Vielen Dank.